Ja, liebe Genossinnen und Genossen, erstmal herzliche Grüße aus dem Landesverband Brandenburg und wir wünschen selbstverständlich eurem Parteitag nicht nur gute Ergebnisse, sondern vor allen Dingen dann auch in der Umsetzung der Beschlüsse ganz viel Erfolg. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist mit Sicherheit heute schon eine Reihe zu Europa gesagt worden. Lasst mich trotzdem damit beginnen, dass mich die Wahlen in Frankreich und die anstehenden Wahlen in Ungarn durchaus mit Sorge erfüllen. Weil beide Wahlen haben einen gemeinsamen Ausdruck. Die Frage von Nationalismus und, ich sage mal, Rechtsradikalismus lebt in Europa. Und sie lebt nicht nur außerhalb Deutschlands, sie lebt auch in Deutschland. Stichworte wie AfD und Ähnliches sollten uns hier sehr, sehr stark zu denken geben. Und insofern, meine liebe Genossinnen und Genossen, die Linke ist ein Gegenentwurf. Ein Gegenentwurf nicht in der Ablehnung Europas, sondern in der sozialen und wirtschaftlichen Integration innerhalb von Europas, die demokratisch verfasst ist. Und weil wir dieser Gegenentwurf sind, haben wir auch die Verpflichtung, in Deutschland alles dafür zu tun, mit einem guten Wahlergebnis die Europawahl auch zu beenden. Liebe Genossinnen und Genossen, als wir 2009 Koalitionsverhandlungen in Brandenburg geführt haben, war es eines der zentralen strategischen Entscheidungen, dass wir versuchen, die Zuständigkeit für Europa in ein linkes Ressort zu bekommen. Hintergrund war, das ist ein rein praktischer Grund zunächst gewesen, dass mehr als 80% aller Entscheidungen, die nationalstaatlich mittlerweile getroffen werden, europarechtlich in einer oder anderen Form dominiert sind. Und der zweite Grund war, bereits 2009 war absehbar, dass wir in den nächsten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern in Europa generell eine zentrale politische Debatte bekommen werden. Wenn wir eine soziale Integration Europas wollen, dann müssen wir auch offen darüber reden, ob und inwieweit Zuständigkeiten zwischen Nationalstaaten in Europa neu geregelt werden müssen. Und ihr kennt die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, Entschuldigung, wir bewegen uns bereits jetzt in Deutschland in einer Grauzone des Grundgesetzes. Und wir müssen diese Diskussion führen. Und da geht es nicht nur darum, Kompetenzen abzugeben, sondern es geht auch darum, Kompetenzen in die nationalstaatliche Verfasstheit zurückzuholen. Damit wir diese Diskussion führen konnten, hatten wir uns 2009 politisch eine Zielstellung gegeben. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, wenn es dieser und innerhalb dieser Diskussion Modelle mitpolitisch zu befördern, an denen sich Sozialstaatlichkeit und sozialstaatliche Verfasstheit von Gesellschaften darstellen lassen. Und liebe Genossen und Genossen, deswegen haben wir nochmal die Zusammenarbeit mit Polen, ich sag mal hier verstärkt, das ist bei uns Verfassungsauftrag. Und deswegen haben wir auch vor wenigen Monaten ein Büro als Land Brandenburg in Szczecin eingerichtet. Einmal, weil Szczecin das natürliche Oberzentrum für Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist. Und das Zweite ist, wir werden von Szczecin aus verstärkt Skandinavien politisch bearbeiten. Und da geht es neben den traditionellen, historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen auch um ein politisches Problem. Das Sozialstaatsmodell in Skandinavien ist ähnlich bei aller Kritik, die wir zu Recht auch an das deutsche Sozialstaatsmodell haben. Etwas, was so in Europa weil die nirgendwo weiter in dieser Form existiert. Und wenn wir über die Entwicklung eines sozialen Europas reden wollen und müssen, dann müssen wir natürlich auch politische Modelle zumindest mit im Fokus haben, die gegenwärtig hier innerhalb Europas eine bestimmte sozialstaatliche Verfasstheit noch garantieren. Und vor diesem Hintergrund haben wir eine ganze Reihe von politischen Gesprächen in Skandinavien geführt. Ich hoffe ganz einfach, dass wir dafür auch im nächsten Jahr die entsprechenden Ergebnisse zwischen Brandenburg und den skandinavischen Ländern dann auch einfahren können. Liebe Genossinnen und Genossen, es blieb nicht nur dabei, Brandenburg war Vorsitzland der Europaministerkonferenz. Und es ist das erste Mal gewesen, dass eine Europaministerkonferenz oder eine Fachministerkonferenz das Thema soziales Europa auf der Agenda hatte. Das haben wir auf die Tagesordnung gesetzt und wir werden noch in diesem Jahr nach den Wahlen, das hoffe ich zumindest, eine gemeinsame Position der Europaminister aller Länder zu Fragen eines sozialen Europas bekommen. Das wird uns nicht vollständig ausreichend sein. Aber wenn es uns gelingt, die Frage einer sozialen Fortschrittsklausel als gemeinsame politische Auffassung aller deutschen Bundesländer, in einem solchen Dokument zu verankern, dann haben wir einen Ansatzpunkt, wo wir auch europapolitisch, aber auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland dieses Thema weiter fokussieren können. Liebe Genossen und Genossen, Berlin in Europa und Berlin in der Region. Ich würde mir wünschen, dass irgendwann mal drüber steht über einen Antrag, die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg in Europa. Und dabei ist es völlig egal, ob wir fusioniert sind oder nicht. Wir sind eine Region, die nur gemeinsam den europäischen, aber auch den nationalen Herausforderungen hier bestehen kann.
Und wir haben in Brandenburg 2010 angefangen, uns auf die neue Strukturfondsperiode ab diesem Jahr vorzubereiten. Und ich bin Harald und ich bin im Landesverband und der Fraktion heute noch ausgesprochen dankbar, dass wir den Abschluss der Innovationsstrategie innerhalb von einem halben Jahr politisch zwischen Berlin und Brandenburg ausgestalten konnten. Mit der gegenwärtigen politischen Farbenlehre in Berlin hätten wir das nicht umsetzen können. Und insofern, liebe Genossinnen und Genossen, hoffe ich ganz einfach, dass in der gegenseitigen politischen Zusammenarbeit es uns gelingt, unsere gemeinsamen Potenziale tatsächlich nach vorne zu bringen. Und da darf ich vielleicht einen Satz zu einem Diskussionsbeitrag von vorhin anfügen. Ich bin seit 1994 in der Brandenburger Politik und ich bin seit mehreren Jahren, mittlerweile schon Jahrzehnten, mitverantwortlich gewesen für die politische Konzeption der Umsetzung von EU-Strukturfonds. Sowohl in der Opposition jetzt als jetzt auch in der Regierung. Und das MWE, also das Wirtschafts- und Europaministerium, ist in Brandenburg das federführende Ministerium für die Koordinierung der Strukturfonds insgesamt. Liebe Genossinnen und Genossen, bei aller Kritik an den Strukturfonds, bei aller Bürokratie, die ich auch kenne, und jede Ankündigung zum Bürokratieabbau hat dazu geführt, dass es noch schlimmer geworden ist. Das ist eine Erfahrung seit 94. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir es nicht schaffen, ihr habt das 10 Jahre lang in Berlin gemacht, und wir machen das jetzt in der Regierungsverantwortung, trotz aller Begrenztheit der Spielräume, einen sozialen und einen nachhaltig wirtschaftlichen Anspruch in dem Einsatz der Strukturfondsmittel umzusetzen, dann sage ich mal, hätten wir politisch einen Fehler gemacht. Und deswegen sage ich ganz klar, wir haben in Brandenburg auch als Opposition daran mitgearbeitet, dass Brandenburg nicht mehr zu den strukturschwächsten Räumen Europas gehört. Das sind wir nach 20 Jahren. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Und wir werden uns auch nicht darüber beklagen, dass das Ziel erreicht ist, für das wir politisch 20 Jahre gestritten haben. Die Herausforderung, die steht, und zwar für Berlin und Brandenburg, dass trotz der zurückgehenden Finanzmassen wir die richtigen politischen Schwerpunkte setzen, ich sage mal wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung in der Gesamtregion zu induzieren. Und deswegen haben wir in Brandenburg entschieden, dass wir mehr als 40% der uns zur Verfügung stehenden Mittel in die Frage Forschung, Forschungsinfrastruktur, Technologietransfer, Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft dann auch tatsächlich zum Einsatz bringen. Weil das bringt hochwertige Arbeitsplätze und das bringt hochwertige Wertschöpfung in die Region und das ist die Perspektive, die wir haben. Und der zweite Bereich, den wir sehr, sehr stark hier untersetzt haben, das ist die Frage der Energiewende. Wir werden von den 846 Millionen Euro, die uns zur Verfügung stehen, 91 Millionen Euro in ein zentrales Steuerungsprogramm zur Energiewende im Land Brandenburg konzentrieren. Und wir sind das einzige Bundesland, was die Frage Systemintegration, sprich also Speichertechnologien, in den Mittelpunkt auch von Förderaktivitäten stellen wird. Wir werden also technologieoffen die Voraussetzungen schaffen, dass von dem rein rechnerisch bis 2030 Berlin und Brandenburg aus erneuerbaren Energien, zu versorgen, in der Perspektive auch Realität werden kann. Denn wenn ich die Energie nicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stellen kann, habe ich keine Versorgungssicherheit und dann nützt mir ein linearer Ausbau erstmal wenig. Und diese Hauptaufgabe werden wir uns stellen, und zwar nicht nur im Interesse Brandenburgs, sondern eben auch im Interesse der Region als Ganzes. Und liebe Genossen und Genossen, lasst mich noch etwas zur Oder-Partnerschaft sagen. Wir hatten ursprünglich mit Warschau abgestimmt, dass die gesamte Oder als makroökonomischer Raum entsprechend in etwa Rhein-Main-Gebiet entwickelt wird. Wir hatten die Zustimmung der Zentralregierung in Warschau, das so zu konzipieren. Es gab da eine innenpolitische Änderung. Die Zustimmung ist zurückgezogen worden in Warschau. Wir haben jetzt wieder zwei Teilräume entlang der Oder. Aber es ist uns gelungen, innerhalb der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in beiden Teilräumen die gleichen Inhalte zu vereinbaren. Und damit ist es eine Bestätigung unseres ursprünglichen Konzepts. Und ich glaube, dass wir mit der Oder-Partnerschaft als politisches Instrument, sowohl von Berlin als auch in Brandenburg, in der Zusammenarbeit mit Polen, hier eine riesige Chance haben, den Grundstein dafür zu legen, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren entlang der Oder eine tatsächlich prosperierende Region aufbauen können. Dazu wollen wir euch nochmals ausdrücklich ermutigen und herzlich einladen. Und ich hoffe ganz einfach, dass auch auf politischer Ebene des Senats hier, die notwendigen Schritte dann auch eingeleitet werden. Lasst mich zum Schluss noch ein Wort des Dankes an Martina Michels sagen. Als damals die Diskussion zur Transaktionssteuer aufkam, war auf Brüsseler Ebene der Ausschuss der Regionen die erste Institution, die dazu eine Stellungnahme abgegeben hat. Ich war als Berichterstatter aus dem Ausschuss der Regionen ernannt worden. Wir haben das dann auch organisiert
und auch abgestimmt. Und leider konnte ich aus terminlichen Gründen bei der Verteidigung des Entwurfs im Ausschuss der Region nicht anwesend sein. Das hat Martina Michels für mich übernommen. Und Martina Michels hat auch diese Veranstaltung das zu einem Erfolg geführt. Und das, was wir dort eingebracht und entschieden haben, war die Grundlage für die von Vertretern von mehr als 151 Regionen, diesem Bericht auch zuzustimmen. Das macht eins nochmal deutlich, liebe Genossinnen und Genossen. Selbst Institutionen, die im politischen Alltagsgeschäft auf Landesebene nicht oder kaum bekannt sind, haben einen Einfluss auf die Ausgestaltung politischer Grundsatzentscheidungen auch in Brüssel. Und das gibt für uns die Verpflichtung, ist aber die Frage auch der institutionellen Arbeit, sowohl in Brüssel als auch darüber hinaus, ernst zu nehmen, weil wir haben hier einen Gestaltungsspielraum und wenn wir den nicht nutzen, sind wir selber schuld. In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Wahl, auf ein gutes Wahlergebnis. Ich hoffe auf einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg und wünsche euch und uns gemeinsam viel Erfolg. Vielen Dank.